Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Da stehe ich hier seit 24 Minuten und nehme hier eine wunderbare Folge Feierabend TV am Donetz auf sibirische Plötze. Aber ich habe die Aufnahme gar nicht angemacht. Absolute Katastrophe, Alter. Ich glaub es ja nicht. Und wie ich das hier schön erklärt habe, Alter, erklärbärmäßig. Guten Morgen. Kaffee gerade leer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Attacke Vollgas. Heute am Donetz auf sibirische Plötze. Wie haben wir angefangen? Ich starte nochmal. Wir haben so angefangen. Sibirische Plötze habe ich jetzt also gerade eben ungefähr oder ziemlich genau 10 Minuten lang habe ich diesen Spot jetzt hier gerade getestet. Einfach nur ohne Futtermische. Blank. Das heißt von hier bis hier. Einfach probiert und geguckt, was haben wir an dem Spot? Und was haben wir am Spot? Ich meine, man sieht es ganz gut. Wir haben den Spot aufgeteilt in 3 Populationen, die gerade Bock haben, zumindest auf die Köderkombination. Und zwar Giebel, Karausche, Plötze. Wir wollen die Plötze. Und jetzt geht es darum, dass wir die Plötze gezielt mit einer Futtermische rauskitzeln. Ich habe also jetzt hier in den ersten 10 Minuten ja, wie gesagt, keine Futtermische verwendet. Und ja, das Ergebnis war eigentlich schon ganz gut. Ich meine, ich würde auch komplett ohne Futtermische hier angeln. Das ist gar nicht so schlecht. Aber nochmal gezielter und nochmal explizit auf sibirische Plötze wäre halt schon irgendwie cool, wenn man das doch noch so ein bisschen besser hinkriegt. Da ist sie. Sibirische Plötze und das Ding jetzt noch einen Kilo schwerer, das wäre der Hammer. Richtig schön großes Dingen. Da gehen gleich 2 gleichzeitig, oder? Ah, nicht gehakt. Okay. Komm ran hier. Alter Vater. Ja, dann gehen wir jetzt gleich hier nochmal schön detailliert den gesamten Spot durch. Ich stehe hier am Donetz, wie gesagt, werfe hier so auf 1 Meter Tiefe. 1 Meter Tiefe. Und probiere jetzt gerade natürlich schon mit Futtermische. Ne? Ich habe jetzt halt gerade nach den ersten 10 Minuten die Futtermische reingeschmissen. Gehen wir gleich natürlich im Detail drauf ein. So, immer schön hier vorne zur Kante. Okay. Also, zu den wichtigen Punkten. Position. Wir sind hier am Donetz unten. Da soll es gehen. Da geht es auch. Und D-Boy hatte geschrieben, allen probier mal 118, 88, 12er Haken. Über 1 Kilo Plötzen wurden hier schon gefangen, Trophies wurden hier schon gefangen. Also es soll hier einiges gehen. Bisher bin ich auch schon sehr zufrieden. Sibirische Plötze, das passt schon ganz gut. Wie gesagt, hier in den ersten paar Minuten sind auch schon einige reingerasselt. Also auch das ohne Futtermische ging das schon ganz gut los. Und jetzt ist halt, wie gesagt, gerade Futtermische drin. Die Futtermische wirkt auch schon ein bisschen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwieweit. Also ich glaube, es sind ein bisschen weniger Giebel dazugekommen. Aber inwieweit das jetzt richtig Plus ist für die Plötze, kann ich noch nicht sagen. Das heißt, das müssen wir jetzt noch ein bisschen länger austesten und probieren. Das ist schon mal ganz gut. Ist halt immer so ein bisschen tricky, ne? Doch, gehakt. Hackt man die oder nicht? Komm ran hier. Und da ist die nächste schöne Plötze. Also es funzt. Und was ich gemacht habe, ich habe jetzt 2 Routen von einem 12er Haken auf einen 6er Haken geupgradet sozusagen.
Das heißt, nur hier die einzelne, also die jetzt hier, jawohl, hat auch geliefert. Die ist jetzt hier gerade nur mit einem 12er-Haken und Borkenkäferlarve in Kombination. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen detaillierter aufs Set ein. Und die beiden anderen sind, wie gesagt, mit Doppelköder. Wenn man es halt schon kann, kann man es halt auch nutzen. Na? Und die habe ich jetzt gerade umgestellt auf 6er-Haken. Ich habe mir gedacht, komm, Doppelköder, wenn er schon... Wenn da schon so viel Köder dran ist, so ein großer Köder quasi, dann muss da auch oder dann kann da auch vielleicht ein größerer Haken drauf. Dann gehen wir da speziell auf die großen Brocken. Ich will ja die großen Brocken. Mir ist ja die Frequenz gerade nicht so wichtig, obwohl die Frequenz halt wirklich gut ist. Also man kann auch hier wirklich sich hinstellen auf Frequenz. Guck mal, hier ist zuppelt und zuppelt und zuppelt. Das geht also wirklich schon ganz gut ab. Einfach hier mit der Stippe hinstellen, mit der Bollo hinstellen. Oder dann irgendwann halt einfach mit der Matchroute, wenn ihr das Ding schon habt. Übrigens eine richtig geile Matchroute hier, die Rebellion Match. Wenn ihr starten wollt mit Matchangeln, ist das eine absolute Empfehlung, das Teil. Plus 5% aufs Posenfischen bewirkt also, dass ihr 5% eher den Doppelköder verwenden könnt. Schon mal richtig gut. Und im späteren Verlauf seid ihr einfach nochmal 5% besser im Posenangeln. Also ist das schon wirklich ein gutes Gerät, richtig gutes Gerät. Ja, ich habe hier die HSV drauf, reicht völlig. Ich nutze die jetzt gerade einfach nur so als meine normale so Feeder und für so ein bisschen Kleinviech. Also das reicht halt komplett. 4 Kilo Fluoro komplett bin ich hier unterwegs. Kein Vorfach, also Fluorocarbon als Hauptschnur. Und ja, hier jetzt gerade ein 6er Haken drauf, auf der anderen Route einen 12er. Ich denke mal so zwischen 12 und 6 ist das alles ganz gut und funktioniert eben auch ganz gut. Ja, Frequenz, wie gesagt, war auf dem 6er, auf dem 12er Haken natürlich noch ein bisschen mehr, aber mir geht es halt um die einzelne dicke, fette Plötze und da ist mir, guck mal hier, 600 schon. Ja, die kriegen schon so langsam Speck auf die Rippen. Da ist mir doch die Masse nicht so wichtig. Ich will die einzelne große Ausnahmeplötze. Endlich die Trophy abhaken. Wäre sensationell. Das wäre sensationell. So, links und rechts zuppelt es wieder. Ja, wie gesagt, Spot ist jetzt, glaube ich, durch. Ne? Also 118 oder 119,88. Zack, das sind die Koordinaten. Es beißen, Giebel und Karauschen, manchmal auch eine Schleie als Beifang. Also, das sind so die Beifänge. Und ich glaube, jetzt durch die Futtermische ist aber zumindest, ich glaube, die Karausche ist weniger geworden. Aber es ist auch noch nicht so richtig, eindeutig in Richtung Plötze gegangen. Thema Futtermische hatte ich... Hatte ich gerade eine Aufnahme, die halt nichts war. Na guck. 800, sie werden größer. Also anscheinend wirkt die Futtermische doch. Das ist gut. Gerade waren noch keine so großen da. Sehr gut. Thema Futtermische, gehen wir nochmal kurz drauf rein. Futtermische, das heißt, wir sehen ja hier, ersten 10 Minuten, die Population zwischen Giebel, Karausche und Plötze ausgewogen. Alles in einem relativ guten Verhältnis. Ein Drittel Karausche, ein Drittel Giebel und ein Drittel Plötze. Also, passt. Futtermische beeinflusst den Spot. Und die Komponenten in der Futtermische heben die Wahrscheinlichkeit bzw. heben die Population oder senken die Population der Fische am Spot. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir die richtigen Komponenten da reinwerfen, um die Vorlieben der gewollten Fische, ne, so richtig zu triggern, damit die Population der Fische, die wir haben wollen, steigt. Und die Population der Fische, die wir hier nicht haben wollen, die runtergeht.
Und das ist halt tricky. Da habe ich gerade schon so ein bisschen rumexperimentiert, denn der wichtige Punkt ist, in den meisten sibirische Plötze Futtermischen ist Biskuit immer drin. Und Biskuit ist eben auch die Basis, die in der normalen Giebel- und Karauschen-Futtermische drin ist. Und wer will denn dann hier die normale Basis schon reinschmeißen? Also das wollen wir ja schon mal gar nicht. Und ja, da gucken wir jetzt gleich auch nochmal in die Futtermischen rein. Denn da habe ich einiges an Futtermischen. Und ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal die Best of sibirische Plötze-Futtermische zusammengetüdelt. Und die gucken wir uns auch gleich nochmal eben an. Jetzt zuppelt es hier gerade an allen Ecken und Kanten. Ich war schön morgens um 5 Uhr war ich schon hier, ne? Direkt hier hin und es ging schon gut ab. Also man kann hier anscheinend auch hoppala schnell... Ah, das ist das Allerschlimmste beim Posenangeln. Wenn man die eine gerade auswirft oder es geht gerade nicht mit dem Auswerfen, abbrechen und die nächste beißt und man zuppelt und man kriegt es im... Manchmal ist es besser, einfach mit zweien zu angeln statt mit dreien. Dann ist es entspannter. Dann ist es echt entspannter. Jetzt gehen wir auf die 3. Gehakt. Sehr schön. Einfach nur auf Borkenkäfer. Also es scheint die Futtermische zu wirken. Das ist gut. Das ist gut. Ich hatte echt Sorgen. Und sie braucht aber auch ein bisschen Zeit, die Futtermische. Das sind jetzt wirklich 5 bis 10 Minuten ungefähr, dass die dann auf einmal richtig auch jetzt hier in Wirkung kommt. Ja, sie scheint wirklich zu funktionieren. Das ist gut. Denn die Population, also die Anzahl der Giebel und Karauschen, geht runter. Sehr gut. Das ist wichtig. Das ist sehr... Hoppala, verkehrte. Das ist sehr wichtig. Genau, hier im Chat wird schon geschrieben. Sehr viele Giebel, sogar Schleien. Aber das ist halt jetzt der Punkt der Futtermische, ne? Genau das ist der Punkt mit der richtigen Futtermische. Hier schreibt es noch einer, zu viel Beifang. Das ist genau der Punkt mit der richtigen Futtermische, dass man das eben runterdrückt. So, wir gucken nochmal eben schnell rein. Also, Plötze. Plötze. Das sind die ganzen verschiedenen Futtermischen. Auf der Suche nach der Plötze. Und das hier ist die Futtermische. Wir gucken mal eben rein. Das hier ist die Futtermische aus allen vergangenen Spots aus dem Discord. Das heißt, im Discord gibt es ja schon jede Menge Spots und Futtermischen zu der Plötze. Link zum Discord unterm Video. Und das sind die Komponenten, die am häufigsten verwendet wurden. Gemahlenes Biskuit, Kaster, Zuckmückenlarven, Fliegenmade, gehackte Würmer, Zuckmückenlarven, Extrakt. Also das sind alle Komponenten, die eben in all den Beschreibungen der Spots am häufigsten verwendet wurden. Habe ich jetzt trotzdem nicht genommen, weil wegen Biskuit und Ette hier habe ich jetzt verwendet. Und das scheint zu funktionieren. Perlengraub als Basis. Mistwurm-Feed, also diese Feed-Pellets, gehackte Würmer, Fliegenmade, Zuckmücken, Zuckmückenextrakt. Wir sind ja hier mit Larven unterwegs, also haben wir hier die einzige Larvenkomponente als Zuckmücke mit drin. Ich benutze nochmal, ich schmeiß auch nochmal 3 Stück rein, denn das Ganze ist ja jetzt schon ein paar Stunden wieder her. Da haben wir was Schönes dran. Ach, ist das gut. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass das offenbar funktioniert hier mit der Futtermische. Das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Alter, was haben wir denn da dran? Das Ding will nicht. Ist aber noch dran, ne? Es ist ein Fisch. Alter, eine große Schleie. 1,5er Schleie. Das hätte eine Trophy sein können, Alter. Sibirische Plötze in 1,5. So verhält sie sich wahrscheinlich. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Und da kommt aber auch ein schöner Brocken. 1,1 Kilo sibirische Plötze. Mehr davon. Und da kommt schon der nächste bisschen. Mehr davon. Also, hammerhart. Hammerhart. Es hat sich gelohnt, das Analysieren der Futtermischen. Also,
lübt so langsam. Ich bin gespannt, was hier noch geht. Ich glaube, jetzt haben wir sämtlich... Alter, der nächste Brocken hier. 600. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Komponenten durch. Wir haben den Spot. Ist klar. Wir haben die Entfernung. Ich meine, es ist markiert. Die Kante vom Grünzeug hier. Also kein Clip, einfach an die Kante ziehen und gut ist. 1 Meter Tiefe. 12er Haken bis 6er Haken. Ich will die großen Brocken, deswegen gehe ich eher ein bisschen auf einen größeren Haken. Vielleicht ist auch ein 10er Haken richtig gut. Wer weiß jetzt so genau, müssen wir halt probieren. Und wenn mit Futtermische, also wenn Futtermische, dann eben versuchen, gerade jetzt hier an der Stelle, wo so viel anderer Beifang ist, nicht die Komponenten mit reinzuschmeißen, die der Beifang mag. Und dann sollte das doch eigentlich gehen, oder? Petri Lümmels. Raus hier mit der Stippe, mit der Bollo, mit der Match. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.